Guten Tag. Viele Stiere sind notorische Skeptiker. Vor allem, wenn es ihnen etwas mystisch oder nebelhaft oder schwindlerisch, betrügerisch oder fake erscheint. Aber das hilft dem Stier auf jeden Fall und bewahrt ihn vor Missgeschick. Und nur Menschen, die sehr, sehr zuverlässig sind, zu dem Stier wächst ein Gefühl hat. Das sind echte Freunde. Diese Leute haben auf jeden Fall Zugang zu dem Stier und die stehen da, wenn man diese Treppchen da, Olympiatetreppchen nimmt, auf Platz 1. Nur solche Leute. Weil Stier hat ein sehr gutes Gefühl und Gespür für die Leute. Deswegen mag er auch viele Sachen, die solide sind, wie ich schon gesagt habe. Ob das Möbel ist oder irgendwelche schöne Stücke, egal was. Er hat auf jeden Fall Gefühl für etwas, was schön ist. Antike Möbel, Porzellan, wunderschöne Teppiche, das Antike. Das liebt Stier sehr. Und vor allem, Stier fühlt vieles, also Berührungen, deswegen Sexualität spielt so eine Rolle für den Stier. Das ist sehr wichtig, diese schöne, sanfte Berührung, dann fühlt Stier das sehr. Andere Leute fühlen da nichts, ne, wenn du die berührst. Aber Stier fühlt das auf jeden Fall. Und deswegen Gestaltung auch, das Sehen. Also viele Stiere sind Architekten und können Wohnungen sehr schön gemütlich einrichten. Das ist auch sehr wichtig für den Stier. Auch Malerei und Fotografie, das ist auch sehr wichtig. Also die Farbe. Deswegen können Stiere gute Fotografen sein oder auch Maler, selbst wenn das nur Hobby ist. Vor allem dann Musik ist sehr wichtig. Wenn du mit Stier redest, dann merkst du, dass Stier Musik liebt, mag. Oft sind sie irgendwo Sänger in einem Chor oder sonst irgendwo oder selbst Komponisten und sehr gute Sänger. Das ist auch bemerkenswert bei dem Stier. Und vor allem hören. Alle Geräusche, die Stier stören, wenn Stier kommt irgendwo in eine Wohnung, wo du irgendwo wohnst, in der Mitte der Straße und es ist zu laut, mag Stier das nicht. Und wenn Musik zu laut ist, wird Stier sich auch sofort beschweren und sagen, mag ich nicht. Gerüche sind sehr wichtig auch für den Stier. Also wenn du da etwas kochst und ein Hühnchen da nimmst, obwohl du das Hühnchen vor einer Woche gekauft hast, dann kannst du mit dem Stier das nicht kochen, weil er sagt, das riecht mir schon. Andere Leute sagen, das riecht gar nicht, übertreibe nicht, aber Stier riecht das auf jeden Fall. Und Materialien sind sehr wichtig für einen Stier. Also er liebt Samt und Seide und Satin, schöne Tücher, das alles bewundert Stier und mag, wenn der Samt ist und Spitze und so weiter. Das liebt Stier sehr. Und Pelze vor allem. Da kannst du den Stier auch erkennen, dass er das mag. Natürlich bedeutet nicht, dass Stier sich Pelz kaufen würde, weil wir sind alle gegen diesen dramatischen, tragischen Tierquälerei. Aber er mag das, wenn wie es sich so anfühlt. Ja, und er mag vor allem wunderschöne Düfte, deswegen riecht Stier ständig etwas. Tolle Parfums und wenn Tücher schön riechen, das liebt Stier sehr. Aber nichts Billiges und nichts Hässliches, das ist sehr wichtig für einen Stier. Deswegen Stier hat immer diesen tollen Geschmack für etwas, was sehr harmonisch und gut ist. Und Essen vor allem, habe ich schon erwähnt. Aber auch keine Schickimicki-Essen. Da gehen nur Zwillinge und Schützen dorthin, wo die ganze Stadt sich trifft und man zeigt solche Schickimicki-Sachen. Das mag Stier nicht. Schön, solide, das muss nicht Restaurant sein. Stier weiß, wo ein guter Freund
etwas gut kochen kann, ob das Gulasch ist oder Wiener Schnitzelchen. Ich erwähne diese traditionellen Sachen, aber das ist sehr wichtig, verstehe. Nicht irgendwelche, diese neue Küche da, die es da gibt. Habe ich vergessen, wie das heißt, Neuro. Chemische oder wie die heißt, das liebt Stier nicht. Und vor allem alles, was so mit Geschmack zu tun hat und so konventionell ist und so eine Mischung ein bisschen, aber nicht zu modern, aber alles alt. Deswegen antike Möbel, antike Sachen, traditionell sich anziehen mit guter Qualität, natürlich sehr, sehr wichtig. Genau wie Essen muss alles tolle Qualität sein. Und deswegen mag ich dir etwas alte Tradition. Also, ob das Porzellan ist oder Teppiche oder Möbeln, Schmuckstücke. Stier liebt auf jeden Fall etwas, was Wert hat, was Antikes ist und vor allem Wertvolles ist. Das ist sehr schön bei dem Stier. Deswegen habe ich gesagt, wichtig ist das, was Stier in der Hand hat. Das hat Bestandteil, das bedeutet viel für ihn. Ja, das ist sehr schön. Deswegen solche Schickimicki- und Ramsstücke kannst du beim Stier auf keinen Fall finden. Aber für heute ist die Zeit um.